Oh, Schule, wer hätte das gedacht? Also, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich auch nicht. Er ist schon wieder in mir. Wölkchen ist schon wieder in mir. Oder ist in ihr, je nachdem. Wein. Stopp das. Ich glaube nicht. Was du glaubst. Wir haben die Hand. Sie aus Yay. Der Entfernung schon gesehen. Wünsch dir was? Nein, wir. Geist ist hier. Ich habe direkt ein Dings gekriegt, so ein 1,5. Gleich am Anfang. Gut, kann auch sein, dass er oben ist. Vertraust du Limo? Nein. Bis jetzt habe ich hier in der Schule immer recht gehabt. Nein. Nein. Na, der muss aber hier irgendwo sein, weil. Also hier am einfach am Anfangsbereich. Entweder über uns. Weil das schon die ganze Zeit hier aussteht. Ich bin jetzt wieder hingegangen, 03. Strom ist an. Na dann halt, renn doch mal mit ein paar Parabol rum und guck, ob der dir rein. Schon wieder 04. Ja, hier irgendwo. Bist du, gib uns ein Zeichen. Zeichne uns eine Gebung. Eingangsbereich rechts irgendwo. Müsste sein. Hallo, Süßi. Machen Sie piep, piep, piep. Piep, 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 piep. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Jeder isst, was er kann, nur nicht seinen Nebenmann. Und wir nehmen es ganz genau, auch nicht seine Nebenfrau. Ganz sicher? Mhm, ich glaube schon. Naja. Lady, einen wunderschönen. Hallo? Ich gucke mal oben. Die Limo guckt oben. Die Limo guckt oben. Ich baue da vorne jetzt einfach mal was auf. Mal sehen, vielleicht haben wir ja Glück. Weil der Eingangsgleis ist irgendwie auch doof. Dann müssen wir von der anderen Seite mal reingehen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Nuckelmann, ich danke dir für dein Geschenk-Abo an Zardox. Ach ja, hallo, Lidi, Lidi, du. Hallo. Hallo, Lidi. Ja, sobald ich hier reingehe in die Eingangshalle 04, 06, 4. Ah. Telefon! Das klang jetzt aber irgendwie. Hier unten links, glaube ich. Gib ich hab grad nichts gehört. Nuckelmann, ich danke dir für dein nächstes Geschenk. Abo an Grupi. War hier unten links, also ich meine. Hier nee. Bei den Umkleiden würde ich schätzen. Hier ist aber kein Telefon. Nee, Umkleiden ist doch kein Telefon. Stimmt. Oder über uns. Oder ist es rechts in der Bibliothek gewesen, glaube ich fast. Weil links rum. Ich hab's halt gerade nicht gehört, weil ich war da zwar im Raum drin. Aber da kam halt gerade bei mir ein Sound, deswegen habe ich nichts gehört. Ich glaube, bis ich da bin, ist es vorbei, verdammte Scheiße. Ich habe nicht mal das Telefon gehört, dass es überhaupt geklingelt hat. Ich glaube, hier dann. Toll gemacht.
Es war sehr nah auf jeden Fall. Klingel bitte nochmal. Eine Erdmännchen hat gerade bei mir zwei Geschenkabus rausgeballert. Und da kam halt ein Sound, das hab ich halt nichts gehört. Ich weiß, wo das Telefon geklingelt hatte, glaube ich. Deswegen habe ich auch nichts gesagt. Bei der Sporthalle. Da, wo dieser komische Chemieraum ist, ich weiß auch nicht. Weil es klang eher so nach links und hier steht doch die ganze Zeit das Dezibel aus. Also da oben hinten? Oder was? Nee. Nee, hier hinten. Hört man das? Also, ja, also wenn du durch die Sporthalle gehst, hinten links meint. Ja, hier doch. Limo. Aber so weit, hört man das so weit von hier vorne bis dahinter? Ich war ganz vorne gerade reingekommen, also. Deswegen meine ich, hört man das so weit? Ach, so hört man das so weit, oder? Da, ich war hier und dann hat es hier links gemacht. Und hier hat er auch gerade eine Tür angegrapscht. Was hab ich denn da gehört? Das klang so, als wäre es in meinem Hintern gewesen. Ich hast du ein Telefon verschluckt als kleines Kind. Kann auch sein. Und das ist immer noch in dir? Telefonier nochmal bitte. Ah, wow! Lol. Der ist gut. Hast du ein Foto, Clips und Foto machen wir da, ne? Ich hab Kind dabei, ne? Ich auch nicht. Aber geil, ich sag telefonier und zack. Bitte und dir wird gegeben. Das ist toll, das mag ich. Aber wie konnte ich das so weit, also... Hm? Ich hab's halt hier so gehört, so dass es links ja? war, als ich hier stand. Ich glaub dir das, aber ich stand halt genau vorne in der Eingangstür gerade. Komisch. Und manchmal hörst du die Telefone gar nicht, weißt du? Da klingelt's neben dir und du hörst es fast nicht. Das ist komisch. Ja, aber Erdmenschen, irgendjemand muss doch dran schuld sein. Limo ist dran schuld. Ja, das kann sein, ja, das stimmt, das stimmt. Limo ist immer dran schuld. Ja, das denke ich doch auch. Wenn irgendjemand 15 Gramm zunimmt, Limo ist dran schuld. Ja. Auf dich, Senma, bitte. Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Oh, liegt Sven hat das immer vorne gemacht. Nee, das da hat die. Es hat mich gerade ange. Zadox ist schuld. Ja, gut, das kann natürlich auch sein. Du warst schon vor deiner Geburt schuld. Das ist auch ein starkes Stück. Och, genau mein Hintern. Vor allem zuerst ging die rechte Tür zu und dann erst die linke. Ich hab's schon gesehen. Ich denke, hey, warum machst du jetzt hier eine Tür zu? Lass mich rein. Ich hab keine Ahnung, Tamara mag mich nicht mehr. Oh, die hab ich verloren. Oh! Ich glaub, Limo ist gekommen. Ja. Na gut, das ist ja nichts Neues. Ey, der hat heute zweimal das Spieluhr gehabt. Da hat sich schon einiges angestaut. Ich hab gar nichts gemacht, Lady. Gar nichts. Also wir können auch schließen, Revenant, Taille, Deogen, Raichu, Moroi, nee, okay, Moroi nicht. Ja. Ist ein Antum. Nee, Erdnücke, das ist viel zu gefährlich, das ist viel zu gefährlich hier bei uns im Keller. Die legen bei uns immer Feuer. Echt so, die ist ja echt schon zwei oder dreimal. Dieses ganze Treppenhaus, das war zwar Nachbartreppenhaus, aber unser Treppenhaus, wir haben überall die Fenster offen, das stinkt wie die Hölle. Komplett verbrannt. Oh mein Gott, geh weg! Du musst Event, ey. Hätten ja die Kerzen im Van angemacht, wollte jemand romantisch oder was? Ich hab sie im Dschungel vergessen. Nee. Wenn, dann wollte sie nicht mit. Was hatten wir jetzt für einen Beweis nochmal? Er handelt wieder. Ach so. Ich hab keine Ahnung. Was haben wir denn für einen Beweis?
Das ist ganz schön langsam, hm? Ich bin am Arsch, wenn er jetzt herkommt. Also er ist auf jeden Fall gehandtut, der ist komplett normal gelaufen. Oh, ich sehe ihn da schon. Aber er hat Menschen heil. Bin ich denn du, der alles anknabbern tut? Nur kurz das Feuerzeug dran gehalten. Okay, das ist gar, das wird gegessen. Nein, du siehst mich nicht. Oh, ich bin tot. Limo, ich glaub, du bist tot. Oh, renn! Geh weg, geh weg, geh weg. Ach, du. Wie kann er mich denn von 5 Milliarden Metern ziehen? Das weiß ich nicht. Hatten wir sie überhaupt einen Preis? Ich hab's nicht voll verfeiert. Nö. Nö, auch gut. Ja. Ja. Kind Doddel. Ich weiß halt nicht, ob das eben ein Doddel war. Doch, ist ein Doddel. Jetzt ist er gerade. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, weil bevor er angefangen hat zu handeln, habe ich kurz was durchschimmern sehen. Und jetzt ist er gerade zwei miteinander durchgelaufen. Siehst du wieder, bitte und dir wird gegeben. Sag, telefonier nochmal, er klingelt nochmal. Sag, ist es wirklich ein Dot? Bumm, läuft er durch. Guck mal, ist doch super. Dots. Ja, Tamara, da ist man halt nicht im Lurk, das kennst du. Aber dann können wir den Reitschuh schon mal rausnehmen, weil dafür war er zu langsam in dem Raum. Ja. Und ein Deo auch nicht. Ja. Und ein Teil wahrscheinlich auch nicht. Sonst wäre der am Anfang ja gerannt wie ein Blitzebogen. Blitzebogen. Ja, Sandmann, Flitzebogen, du. Du Flitzpiepe. Er ist handelt. Komm schon. Ich werde nicht mal bis dahinter kommen. Genau, das ist erstmal passiert. Ich werde nicht bis dahinter kommen. Mal, wenn der jetzt hier alle. Also, der läuft gleich schnell wie vorhin noch. Also, normal. Ja, Gespenst ist es auch nicht. Ist er durch Salz gelaufen oder was? Ja. Okay. Ich weiß nicht, wenn du ihn gesehen hast, ist es ein Gerühr auch nicht. Ja, wir haben ja über die Kamera gesehen. Über die Kamera gesehen. Deswegen würde ich halt mal reingucken, ob ich ihn halt so sehe. Da haben wir noch ein Phantom, Yurei, Oni, Yokai und Banshee. Komm oft. Ein Träumchen ist das, ne? Sag doch. Träumchen. Ja. Ah! Ist aber gerade schöner Macher, wenn du davon träumst. Ist doch gerade schön. Ist vorbei übrigens. Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg nach hinten. Mal sehen, wie lange bis er wieder anfängt. Räucherst du einmal gleich? Ich versuch's ja, wenn ich bis hinterkomme. Ich würde dann mal eine Parabol holen. Ein Paraboli? Yep. Okay, Geräuscherding gelingt. Ich eile. Mach die Wett. Er macht die Wett oder ich hab keinen Knips. No. Komm schon. Das klingt voll nach EMF. Das ist nur ein Vierer wahrscheinlich, ne? Ich hatte kein verschissenes EMF gehabt. Kein Dings. Boah, der Weg ist so weit dahinter, ne? Ja. Ich hatte halt kein Knipsgerät. Vorne liegen zwei. Okay. Gib mir einen Banshee-Schrei. Vielleicht. Wo vorne? Oder vielleicht auch nicht. Ganz vorne oder hier? Ganz vorne im Eingangsbereich ist vorne. Oh, na gut, ich meine, ich brauche dir jetzt gerade erst, um zu gucken, was du von ich weiß. Ist. Und gerade kacke die Kack. Gib mir dein Banshee-Strei, bitte. Ist gleich wahrscheinlich tot. Wenn wir hinten sind und Räuchersticks, jo. Räuchersticks sind auch vorne im Eingangsbereich. Da liegen sie gut. Ich finde auch.
Außerordentlich gut. Hantet. Der kommt aber nicht aus dem Raum. Da sind ein Nachbarraum, so wie es aussah. Aber wie konnten wir das Licht aus? Haben wir das Licht angehabt? Das Licht ist auf einmal geplatzt. Das war doch aus. Genau, jetzt wo spielt das mal zusammen? Ich glaube, es dauert keine 5 Minuten, da habt ihr euch schon aus den Augen verloren. Aber was erzählt ihr denn? Ihr joint beide auf dem Server, dreht euch immer einen Kreis und seid bitte weg. Na, du hast das Game ja noch nie gezockt, oder? Lady, du hast das ja gar nicht. Ist ein EMF5, glaube ich. Ne, ein 3. Okay. Hat sich da gehört. Na guck mal, Tamara kennt das da auch nicht wirklich, nur dann zockt ich halt mit Tamara nicht mehr weiter und das zockt ihr zu weit aus. Ist ein Räucherstäbchen, David? Ist einer von euch in der Schule drin? Wir sind beide drin. Achso, weil es huntet. Oh. Cool. Das liebe ich an Schule so. Huntet es nicht? Man weiß es nicht. Und dann merkt man so, weil das Ding in dir steht. Ja. Wenn du es einfach so in der Ferne den Geist siehst und so, was ist das denn? Und dann ist es irgendwie so ein Revenant, der dich einfach dann anrennt. Ihr könnt das halt auch so zweit spielen. Ich meine, erstens ist es auf jeden Fall lustig, euch zwei dazu zu gucken, wie so wie aufgescheuchte Hühner da rumrammeln. Was ist? Der Hand vorbei ist. Nee, das. Ich bin im Geist rum und gucke, ob der nochmal hantet, aber. Ich höre ihn nicht mehr. Auf einfach lachen in die Kreissäge gleich. Na klar. Wir sind halt auch nie gestorben. Müssen wir eigentlich noch einmal. Stimmt, ne? Das ist doof. Deswegen meine ich doch, Lady, da zockt jetzt zwei das zusammen. Jetzt hinten im Raum hast du gemeint, ne, gestartet. Das könnten, ja. Oh, hier hinten ist ein Versteck unter der Tür. Ha! Na ha! So, für das haben wir keine UV, ne? Hier. Die liegt vorne. Telefon! Leck mich doch am Schnitzel. Fünfer. Oh, jetzt ist eben F5. Ja. Oni. Weil Raichu kann es nicht sein, Guriyo kann es auch nicht sein, Gespenst, der kann es auch nicht sein. Ja. Gut, warum kann es Guriyo nicht sein? Na gut, wir haben ja Dings jetzt nicht geguckt. Auf der durchgedottet ist. Ja, ich bin noch im Raum drin, aber er huntet, ich bin tot. Ja, es ist. Nee, es ist ein Event, Alter. Aber er hat das Event bei mir gemacht. Also wenn er jetzt anfängt, bin ich tot. Ich hocke unter der Tür. Aber vielleicht kommt er da nicht hin. Telefon! Mein Gott, das ist aber. Der hat aber eine lange Telefonrechnung am Ende. Das ist wahrscheinlich die Telekom, die ihn abrechnen will. David, bist du da? Jojo, steh hier rum. Da. Jetzt haben wir noch. Oh, Gott. Der ist im Nebenraum jetzt gespawnt. Oh ja. Das hab ich gemerkt. Übelst langsam. Ich will doch aber sehen, wie ihr beide das zusammen verkackt.
Und da Tamara die Story vorbei noch nicht kennt. Nö. Und du kennst sie nicht, wäre das ja voll witzig. Ich höre halt immer nix. Ich auch nicht, ja, weil der ja irgendwo hinrennt. Der ist oben, jetzt ist er vorbei. Mord halt, da rennt ja sonst wohin, der Trollviertel. Achso, bis wenn der jetzt wirklich Nachbarraum ist, dann sehen wir halt noch den Dodo-Dude nicht. Aber na gut, ich glaube, das geht alles einfach zusammen. Auf Oni. Ja, mache ich auch. Weißt du, er hat ja jetzt einige Events zusammen gemacht. Wird ja passen eigentlich. Pass auf, gleich die Tür wieder zu. Wünscht euch Wissen, dann kreist die Geister aus. Mach du das, David. Viel Spaß. Aber am besten versteck dich, weil ich glaube, wenn du Wissen wünschst, huntet er. Oh! Oh, ich lebe wieder. Hi. Hi. Dankeschön. Er hat dich wiederbelebt, das aber auch nicht. Eigentlich, wieso, wenn ich wiederbelebe, sterbe ich direkt. Und er wiederbelebt sich. Das ist ja eine 50-50 Chance, glaube ich. David, gib her, ich wünsche mir Wissen. Er stirbt oder so gleich wieder. Wieder Volk. Wieder der Schnabbe. Warte mal, darf ich gar nicht haben. Gut. Ich mach da nicht mit, ne. Ich hatte gestern schon mit dir zu kämpfen und wenn ich da noch so eine zweite hilflose Person dabei hab, da springe ich doch nach einer halben Stunde aus dem Fenster. Nein. Never. Kira, ich danke dir für dein Glück. Wo ist denn ein gutes Versteck? Wir gehen immer in die Bibliothek hinten rein. Wenn man was sehen würde. Das Ding ist, der handelt halt direkt. Ich brauche halt wirklich so einen Safe Spot zum Verstecken. Gibt's nicht mehr wirklich. Außer halt beim Geisterraum. Sag mal bitte, wenn er handelt. Der hat dazu. Ich wusste es irgendwie, dass er genau dann handelt, wenn ich da hingehe. Das Gute ist, jetzt kann ich Wissen wünschen, weil er handelt. Nee, aber Lady, da verzweifle ich komplett. Das ist gar nicht gut. Oni ist weg, Gorio, Raichu, Gespenst ist offen. Ja, das ist ein Gorio. Okay. Das ist der Gorio. Nee, Lady, ich verzweifle da. Ich bin gestern schon kurz vor dem Verzweifeln gewesen. Ich sehe schon wieder nichts. Hat er aufgehört zu handeln? Was? Spiel doch einfach mit Lady. Warum soll ich denn jetzt mit Lady alleine spielen? Eigentlich wollte ich es ja mit dir spielen, weil du ja die Story selber noch nicht kennst. Und da ihr beiden die Story nicht kennt, würde das doch besser passen, wenn ihr zwei das zockt. Excuse me? Behandelt er immer noch? Ich gucke mal. Nö. Okay, gut. Ich sehe nichts, ey. Ich habe nur so billiges Feuerzeug. Ich muss jetzt kriechen auf dem Boden mit einem Feuerzeug rumlaufen, um irgendwie einen Weg zu finden. Das ist ehrlich, aber. Yay. Nee, der DBD ist bei weitem nicht so schlimm. Also, was gehst du denn zum Schluss mal mit Tamara? Nee. Die hat ja wirklich, sie ist 5 Meter gelaufen, hatte irgendwas. Ich habe ihr meinen ganzen Spitze gegeben, sie läuft 10 Meter, hat wieder irgendwas. Ich war gestern zu verzweifeln. Gorio, wir wären mit Oni gefahren halt, ne? Jo. Welcome back. I've got some jobs ready for you.